Ja, hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks, gespielt vom Zipfelklatscher PL. Nichts, keine Sorge, es ist ein Deutscher aus meinem Clan. Spielt auch mit Tank Predator, ebenfalls von Aikba zusammen. Und ja, Top Tier mit seiner Su 12254, die man gar nicht so häufig sieht. Und ich glaube, ich habe sie, wenn überhaupt, nur einmal oder vielleicht sogar gar nicht bisher auf meinem Kanal gehabt. Von dem her überfällig. Diese Runde wird wohl aber auch eine sehr schnelle Runde sein, so wie ich es gesehen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie hier spielen. Gegnerteam ist nicht so gut von den Spielern her, wobei seien es aber auch nicht. Also es gibt eine Ausreißer, aber beide Teams von den Wertungen jetzt auf keinem Höchststand. Bin sehr gespannt, was sie hier reißen wird. Wir gucken uns 440 Schaden mit 258 Penetration. Los geht's! Und 440 Schaden mit 340 Durchschlag mit Premium. Also man sieht, da geht dann schon einiges. Schöner, schneller Reload, 7,76 Sekunden. Und jetzt werden sie einfach, jetzt fahren sie einfach Richtung Norden. Gern genommene Stelle mittlerweile. Von dem TD wiederum etwas seltener. Die gehen ja dann immer doch ganz gern auf die Insel. Nach Italien kann man schon fast sagen. Schaut aus wie ein Stiefel. Lustig, was da gerade im Chat passiert. Der eine schreibt sofort, dass man ihn aufgrund nur der PL-Nennung reporten soll. Jetzt sieht man mal, dass, was für eine Kontroverse dieses PL mit sich bringt. Also, ja, spannend. So, da ist T-44, ploppt direkt vor ihm auf, konnte er hier schnell mit dem Auto-Aim direkt eine Schelle verpassen. Da ist schon der nächste Kandidaten, yes. Ne, da kommt er leider genauso nicht drauf, da muss er jetzt nach vorne fahren, genau, zack. So, der IS kommt, will gar nicht wegfahren, ich glaube, der ergibt sich gleich seinem Schicksal. Wird dann rausgenommen. Tank Predator geht hier direkt drauf auf den T-44. Feuererlaubnis erteilt. So. Und da. Da rusht er ihn. Oh, jetzt ein 1390. Gott sei Dank bekommt er den Support. Und alter Schwede. Kann auch den hier wegmachen. Da geben sie aber Gas. Sehr schönes, schnelles Spiel. So, muss er ein bisschen gucken. Nicht, dass er der Arti hier doof über den Weg läuft. Aber nein, bis jetzt nichts der Fall. Jetzt muss er aufpassen. Man hat ja gesehen, der Waffenträger war hier auch noch zuletzt. Und wie gesagt, die Art hier dürfte auch. Da ist der Waffenträger. Schon wieder Auto-Aim und zündet ihn auch direkt an. Und die Art schießt auch, ist mit dadurch jetzt offen. Abgefackelt den einen und Art offen. Schön, da machen sie es hier im Kanon. Der eine legt vor, der andere legt nach. Räume hier gut auf. Bis jetzt hat das Team 6 Kills, davon haben beide zusammen 6 Kills. Ah, jetzt ist die in die Phalanx von Aikba eingedrungen worden. So, jetzt trennen sie sich. T-54 geht auf den Jagdtiger und er wiederum geht auf den T-69. Spielt den Panzer mit sehr viel Auto, wie man sieht. Prallt hier ab. Aber in der Fahrt ist Auto-Aim natürlich auch deutlich angenehmer. Also man sieht, er bleibt ja auch nicht mal stehen. Sondern er nimmt hier, macht hier die Abrissbirne und zack, der T69 raus. Waffenbrüder haben sie schon mal sicher, die beiden. Ne, beziehungsweise haben sie nicht. Da fehlt ja ein. Was laber ich? Was laberst du? Da fehlt ja noch der dritte Kill vom Tank Predator.
entscheidender Beitrag wird jetzt auch langsam ganz schön eng. So, Team 54 Mod nimmt den raus. Zack, 9 Kills. Noch theoretisch möglich. Alter, was für eine Pace er hier an den Tag legt. Oh, der war teuer. 395. Ja, der war zu teuer. Da ist er so drauf gefahren. Aber hat seinen Krieger geholt. Das hat er fein gemacht. Wie gesagt, da den so zu rammen, war nicht nötig. Aber es war auf jeden Fall was anderes. So, was macht der Tank Predator hier? Der macht ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Jagdtiger. Jetzt will der Jagdtiger drehen, aber jetzt kriegt er hier die Seite rein. Oh, wow, oh, oh, jetzt hat er verschossen. 9,4 Sekunden. Genau, sehr gut. Schön den Hit und schnell weg. Und vielleicht jetzt noch von der Seite. Noch den nächsten. Ja, nice gemacht. Sehr schön ausgespielt. Zusammen 10 Kills. Wirklich eine nette Runde. Brutal schnell gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Sowas actionladiges, lastiges mag ich. Gefällt mir gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, wenn es auch mal etwas kürzer war. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Ekaramba.